Guten Morgen, Freunde. Ja, erster Morgen in Atlanta. Pool habe ich ausfallen lassen. Erstens abgeschlossen, zweitens eiskalt. Also höchstwahrscheinlich sieht nämlich noch nicht gerade so warm hier aus. Okay, was machen wir jetzt? Wir gehen frühstücken, dann treffen wir uns mit der Midgards Family und dann schnappen wir uns einen Mietwagen und dann fahren wir nach Nashville hoch. Ja, Nashville, ne? Music Hall of Fame, Country Music und das ganze Gedöns. Aber wir wollen dazu Smoky Mountains, Knives, Works, ja, wie auch immer, die mit dem langen Namen, größte Messerladen der Welt. Wenn wir hier schon in der Nähe sind, ne? In der Nähe, sind glaube ich irgendwie so 300 Meilen oder sowas. Schauen wir da auf jeden Fall mal vorbei. Also, Kamera kommt mit, ich hatte auf dem Laufenden. Und wer weiß, vielleicht sind wir heute am späten Nachmittag schon im größten Messergeschäft der Welt und schauen uns mal an, was die hier in der Auslage liegen haben. Ne? Da wollen wir auch mal hin mit TFG. Also Freunde, holt euch einen Kaffee, weil wenn ihr das Wetter seht, ist es wahrscheinlich 7 Uhr morgens. Viel Spaß, Rock'n'Roll, Baby. Ja, das ist das Hotel, wo wir hier abgestiegen sind. Und gut, dass ich gerade noch mal im Google nachgeschaut habe, wo denn die Smoky Knife Works wirklich sitzen. Die sitzen nämlich nicht in Nashville, sondern in Knoxville. Wir müssen hier auf dem Highway 75 nach Norden und dann nicht nach links nach Nashville, sondern nach rechts auf der 40 nach Knoxville. Mietwagen haben wir gerade online reserviert. Jetzt warten wir noch auf den Dirk und seine Frau und seinen Partner hier in den USA, denn die bringen uns noch ein paar Messerchen mit und dann holen wir einen Mietwagen und dann fahren wir nach Knoxville in Tennessee zu Smoky Mountain Knife Works. Aber ich denke, bis wir da ankommen heute Abend, die machen um 18 Uhr schon zu, wird es nicht ganz reichen. Darum schauen wir morgen Vormittag dann bei denen mal rein und ziehen uns mal in den größten Messerladen der Welt rein. Die haben Umgebot. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Da bin ich echt gespannt drauf. Das muss echt der krasse Laden sein. Also, wir sehen uns nachher. So, have you been dealing with Smoky Mountain for a while? And they sold some knives from DLT trade, from PMP. Mm-hmm. And so we got, we like to present all knives today. Maybe we can make our business. Was für ein Trocken. But we talked with the vice president. Name is. So, yeah, but the Ford Midgard knives, which, you know. Ja, aber ey, da kannst du mir deine Karte, dann ja, kann ich Shopping machen. Ja, ja, ansonsten kann ich. Okay. Ja. Und wir gehen dann beim Frati. Die Kita wirft nicht so viel Geld ab für Shopping. Ah, das okay. Alter, oh, filmst du jetzt schon wieder? Ja, natürlich, wo guckst du den Truck an? Ja, der ist schön, gell? Jetzt lauter lustige Autos. Von denen wirst du ein paar sehen heute, Dennis. Ja. Auf dem Highway. Ja, Highway. Ja. What about the truck? Boah, the truck, yeah. Freightliner, Mercedes-Benz. That's where I work. Ja, das ist da, wo Mike arbeitet. Love, ja, love ja, er macht Maschinen. Er macht die. That's what I do. I work for Freightliner full time. Ja. Cool. Hi, it's lovely to meet you. Have a nice day. Hello. Hello. Yeah, we're all online. My name is Kennedy. I can take care of you guys. Yeah, thank this you. How you guys came to me? Yeah, we met. We oh, you got it? Okay, cool. This shells is really, really good. We also have a salmon and shrimp and grease. That's a pretty good option. And the French is ham and eggs, or what is this? Oh no, it doesn't come with any size. But it's 2 pieces of challah bread. And then it'll have strawberries, vanilla icing, powdered sugar on top. Oh, that's good. Okay, I think French toast. French toast, okay. Come on! Oh, oh, I love French toast. Ganz Mittagessen. Gut, dass du nichts bestellt hast. Du kannst mir mitessen. Beim Small, die kleinen Portion. Biscuits. Biscuits. Biscuits? This is honey butter. Normally it comes on top. I suggest trying it. It's really good. Okay, die Honigbutter musst du da oben drüber kleckern. Sweet with Sugar Shock. Break yeah. Hier Sugar in Shock. Atlanta. Bacon. Oh, yeah. Bacon. Ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit. Wir haben nur eine Kleinigkeit bestellt. Ja, das ist eine Kleinigkeit. Heilige Scheiße. What do you have, Mike? Oh, shrimp. Shrimp and grits. Oh, that's good stuff. This is Mike Rodney, Midgard's USA. Thank you. Where's yours? Voila. Wie geht's euch? Oh, weiß nicht. Ja, und du, wir sind jetzt, wir machen jetzt Frühstück gerade. Nochmal das zweite. Warte, ja. Dann holt. Warte mal. Sie hört nichts. Warte, sie hört nichts. Ich komm nochmal. Holy moly, wir sind hier im Rent-a-Car-Service-Center.
eins der größten der Welt. Hier steht ein Dutzend Parkhäuser, jedes 5 Stockwerke groß. Alles voll mit Fahrzeugen und es sind alles Mietfahrzeuge. Hier kannst du mieten, egal was aus einer japanischen oder amerikanischen Fabrik rausläuft. Mit einem Dodge Challenger nehmen sollen oder sowas. Aber wir gehen auf Nummer sicher und nehmen einen japanischen SUV. Ja, oh, so ein Ford wäre auch geil gewesen. 85 Nordplus, wir haben Stau. So viel zum Thema, wir sind Deutsche und nehmen einen zuverlässigen japanischen einen SUV. Der zwei linken Fahrstreifen benutzen, wir kommen zum Fahrzeug die abholen. Interstate 85 North. Und dann sage ich noch zum Rich, ja, ja, wenn wir wieder mal hierher kommen, dann nehmen wir so einen großen Chevrolet Tahoe, weil der stand gerade da rum. Dann kommt hier der Parkchef hier und drückt uns einfach die Schlüssel an. Er hat uns Hand. Gefragt, wie weit wir fahren, also haben genau. Wir gesagt, wir fahren ein Stückchen nach Tennessee. Oh ja, da braucht er ein größeres Auto. Dann drückt uns die Schlüssel in die Hand von dem Tahoe. Jetzt fahren wir hier so einen riesigen Chevy Tahoe V8. Ja, zum Preis für einen kleinen Toyota RAV4. Also ich würde sagen, läuft heute, oder? So, jetzt müssen wir hier erstmal auf den Highway 75, aber dank... Jetzt sind wir 85. Dank Google Maps... Oh, da kommt gerade eine Maschine runter. Ah, wir müssen Nord. Ja, wir müssen Nord. Jetzt werden wir mal überholen. Oh ja, oh, holy shit, da geht was. 70 Meilen fahren wir schon. Was ist eigentlich auf dem Highway in den USA? Ja, ist glaube ich maximal 90. Okay, Wahnsinn. Rock'n'Roll, Baby. Kurz vor Atlanta. Auf wie viele Spuren haben wir hier? 8? Ja, vor 1, 2, 3, 4, 5, mindestens 6, 7. Da ist halt gut Verkehr, erstmal die Stadt rein, auf der anderen Seite wird es dann wieder besser. Er sagt nur plus 4 Minuten, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es läuft ja noch, ich meine, wir fahren ja, wir stehen 25 nicht, aber Meilen. Es ist halt rot auf Map, aber normal steht man, aber es stehen ja manche. Ja, aber geile Karre, wa? So, jetzt sind wir so ein bisschen aus dem Ballungszentrum draußen und haben hier schon mal richtig schön, guck dir diese riesen Bäume hier an, da links und rechts vom Highway. Und guck Akazien, mal, du siehst die entgegenkommende Autobahn, siehst du gar nicht. Die ist halt auf der anderen Seite vom Wald. Die ist da drüben. Richtig weit drüben und alles richtig schön Wald. Okay, hier darf man sogar 70 Speed richtig fahren. Schön, ja, wir geben mal Gas ein bisschen. Ja, padabadu. Oh, schon Polizei hinter uns, nur mal aufpassen. Boah, guck mal hier, das ist aber mal ein bewaldeter Highway. Ja, von oben aus dem Flieger gesehen, wie grün das Land ist, gell? Und landwirtschaftliche Fläche, gigantisch. Und diese großen Seen, irre. Lake Michigan, Wahnsinn, das ist ja fast ein Meer. Cool. Hier das neue Tools for Chance USA Fahrzeug, ein Chevrolet Tahoe, ein Monster. Das ist, ich bin 1,80 und das Auto ist, tja, das ist hier oben über 2 Meter. Das ist ein 2 Meter hohes Fahrzeug. Was für ein geiler SUV. Lederausstattung, Bose-Anlage. Wahnsinnskarre. Und hat er nicht mal so einen Wahnsinnsverbrauch? Ja, sogar Trittbretter. Das habe ich jetzt erst. Ja, ja, weil die brauchst zum Ein- und Aussteigen. Ich war so hoch, ich bin gar nicht auf den Boden gekommen. Alter, ist das ein Schiff. Hinten sogar noch dritte Sitzbank drin. Ne? Also kriegst du noch 2 Leute mehr rein. Geile Karre. So, jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause. Hier auf der Interstate 75 Richtung Norden. Boah, hier ist es heiß. Hier ist halt Tennessee, ne? Ja, das ist ja mal ein Auto genau nach meinem Geschmack, ne? Hillbilly-Style. Ein Chevy Tahoe. Ja. Ein Traumauto, gell? Ja, bis es an die Tankstelle geht. Das Ding wird einen ganz schönen Motor haben, der. Ja, aber geil hier drin, ne? Bose Soundsystem und ich bin immer noch der Meinung, die haben uns einfach die falsche Karre gegeben, aber egal, ne? Das ist egal. Bezahlt ist bezahlt. Das ist gut hier. Kleiner SUV gemietet, das größte Ding, das ein Parkhaus gefunden hat, hat er uns gegeben. Hä? Müssen wir da nochmal extra aufmachen, genau. Und guck dir mal diese Rücksitzbank an. Da kannst du übernachten drauf. Und das ist vollwertige 3-Sitzer. Und da hinten ist nochmal eine Sitzbank drin. Alter, wie geil ist das Ding denn, oder? Nicht mehr normal. Ja, das ist Wagen nach meinem Geschmack. Und hier auf den Highways, das ist halt einfach geil. Ne? 300 Meilen, Kerzen geradeaus, Tempomat rein. Fette Maschine unter der Haube. Tahoe. Geil.
So, fahren wir weiter mit der geilen Karre hier auf dem amerikanischen, auf der Interstate 75 Richtung Norden. Das ist schön zu fahren. Ja, alle Freunde, wir machen wieder einen kleinen Stopp. Und hier seht ihr mal, wie so mal eine richtig schön gepflegte Toilette hier auf dem Highway aussieht. Ne? Hier ist erstmal ein Dutzend Snackautomaten und Getränkeautomaten. Das erinnert hier mehr an einen gepflegten Stadtpark als an eine Autobahntoilette. Die Toiletten war sauber, hier kannst du Pause machen, hier kannst du sogar ein Picknick machen. Irre. Und jetzt gehen wir aber zuerst wieder zurück in unseren fetten Panzer, den wir hier dabei haben. Hier müssen wir auf eins achten. Schaut mal, Richie ist ja auch nicht gerade klein. Richie ist 1,80 Meter. Und schaut mal, wie hoch diese Karre ist. Das ist ein 2 Meter Monster. Die Motorhaube. Ah, einfach nur geil. Das ist echt das Gefühl, du fährst in deinem Wohnzimmer spazieren. So, sehr schöne Anlage. Und es hat nichts gekostet, ne? Auf jeder deutschen oder Schweizer Autobahnraststätte oder sonst was schmeiß ich immer schon mal 1 Euro rein, damit du pinkeln kannst. Hier alles for free, ne? Land of the free and home of the brave. Jeder hat seine Postbox da. So, jetzt haben wir hier mal den Highway verlassen. Und man sieht mal ein bisschen hier so, wie die Leute hier in Tennessee abseits des Highways wohnen. Hier Kirche. Abseits der großen Städte. Ja. Jesus died for all. Kirche, Land. Überall diese kleinen Häusle. Holzhäuser. Riesengarten, kein Zaun. Mhm. Riesengarten, kein Zaun und die Postbox an der Straße. Mhm. Hier so Trailer, so trailermäßige Häuser. Die mobilen Häuser. Ja, das ist schön. Das ist immer eine schöne Hütte da hinten. Viele Pferde hier, gell? Überall Gatter. Pferde, überall Flaggen, das ist schön. Erstmal hier ein paar Meilen Landstraße, weil da war wieder ein LKW-Unfall. Irgendein Unfall auf dem Highway. Genau, darum sind wir jetzt mal von der Interstate runter. Weil die sagen 20 Minuten schneller, wenn wir hier kurz Landstraße fahren. Guck mal hier, eine Ranch, guck mal, eine richtige Ranch. Aber schau mal, da braucht er lang, bis er den Rasen geschnitten hat. Schau mal, ja, das war schön gepflegt. Aber. Jetzt weißt du, warum die Leute hier mehr Roboter kaufen. Oh ja, guck mal, hier sieht es gut aus. Wir haben gleich ganze Metrucks. Schau mal das an hier. Ja, das nenne ich hier, das ist schön, du. Ja? Holy moly. Das ist halt Freiheit auch auf amerikanische Art. Ja. Straßen. Auch wenn es eine Landstraße ist, aber sie geht halt immer mal Kerzen geradeaus. Ja, aber guck mal, trotzdem ein bisschen Schlangen drin hier von der Mittellinie. Ja, ein bisschen, Alter, ja. Mein Gott, das ist halt auch schon alt. Aber die bohren nicht wegen jedem Problem die Kurve ein. Und du darfst nur 50 fahren auf der Landstraße. Nee, gut, das ist natürlich nicht über die Landstraße, das ist überall hier. Am Eingang zu der Straße stand ein Schild 30 Meilen. Ja, jetzt sind es 35. So, jetzt ist wieder vorbei, jetzt kommt erstmal nichts mehr. Ah, doch hier. So, jetzt kommen ein paar Meilen Panther. Ja, jetzt stellen wir hier doch noch ein bisschen den Verkehr vor der Auffahrt, aber ich weiß nicht, ob ihr es da hinten jetzt noch seht. Was es hier noch mehr gibt als McDonald's, auf jeden Fall hier in dem Bundesstaat, wo wir hier sind, in Tennessee, sind diese Fireworks-Shops. Eins größer als der andere und inzwischen kommt alle 5 Meilen so ein Fachgeschäft für Feuerwerkskörper. Das muss ein riesiges Business hier in diesem Bundesstaat sein, das ist unglaublich. Das fällt uns schon richtig auf. Also dieses Waffelhaus, das kommt alle 5 Meilen und ein Feuerwerkskörperladen. Ich zapp jetzt gleich nochmal hier nach links rein, da seht ihr den Riesenbunker. Das ist ja nicht normal, was die hier mit ihrem Feuerwerk haben. Fireworks, das ist doch nicht normal. Jetzt guckt euch mal den Bunker an. Hm. World's largest Fireworks Store. Ja, aber das mitten in der Pampa. Also wenn wir jetzt Zeit hätten, dann würden wir raus, aber wir wollen ja noch zur SMKW gehen. Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, hier wird das Zeug mit Lastwagen angeliefert. Guck mal, auf der Autobahn ist auf dem Highway ist immer noch Stau. Ja, aber zäh fließend, ja. Ach so, ein Scheiß. Ja, auch das, was bei uns Tiny Häuser sind, ist hier ganz normal, ne? So auf dem Land. Kleine Häusle. Die sind jeder ganze Tag nur beim Schaffen und auf dem Highway unterwegs. Ich hab's gewusst. Also, Kamera läuft. Freunde, größter Messerladen der Welt. Größtes Werbeschild der Welt. Wir haben die ersten 2 Schilder verpasst. Genau. 3 Schilder auf der Autobahn. Ich hab gesagt, da kommt ein drittes. Gibt's doch nicht. Jetzt fahren wir langsam. Wie gesagt, haben wir sicher gesagt, es kommt ein zweites. Aber ich habe gesagt, es kommt ein drittes, weil ich ja 2 verpasst habe. Ja, aber guck mal, da ist es. Da ist es. Ist ja nicht zu fassen. Aber es wächst langsam zu.
das Schild. Scheiße. Ich glaub das nicht. Das glaube ich haben, ja nicht. Ja, wir haben noch. Wir haben noch 5 Meilen, 8, also 8,6 Kilometer. Wir hatten schon 3 Schilder von denen. Und immer unterschiedlich. Ja, noch 8,6 Meilen. Und natürlich wieder Fireworks, das ist klar. Das ist wahnsinnig. Also Fireworks-Läden. Hier, das nächste nicht Riesenschild normal. Hier oben. Das ist das größte Ding hier überhaupt, das Big Business hier, Firework. Nicht normal. Okay, wir sind jetzt hier runter vom Highway und fahren jetzt hier noch. Da ist er. The World's Largest Knife Store. Genau, da ist schon ein Schild. Da ist das Schild, nochmal ein Schild. Das ist jetzt Nummer 4 oder Nummer 5? 4. Pass auf, jetzt schlägt er gleich wieder um. Das ist hier. Etzer. Nee, das sind mehrere, die da durchlaufen. Ja, der läuft durch. Jetzt haben wir hier noch was, 2,2 Meilen. Dann müsste das hier bald auftauchen. Smoky Mountains Knife Works. Größter Laden. Ladengeschäft. Also Smoky Mountain ist das Gebiet hier, Nationalpark. Ja, ist alles Smoky Mountains. Es gibt hier wirklich schöne Berge, was man im Hintergrund sieht. Das ist da vorne, das blaue Schild, das ist wieder da vorne ist wieder einer, ja. Alter, die haben ja die größten Schilder stehen. Das Land, wie das schön ist hier. Ja? Wie bei uns. Das ist wie in Bayern und Baden-Württemberg. Ja, mit diese Strohballen. Bloß was wir auch noch gesehen haben, brutal viel Wohnmobilverkäufer, gell? Alle 10 Meilen riesige Wohnmobil- und Campingwagen-Stores. Hier ist wieder eins. World's Largest Knife Store. Ahead on right. Ahead on right, also müssen wir uns auf der rechten sein. Seite da vorne muss es sein. Irgendwo. Wir haben noch 1,1 Meilen. 1,5 Kilometer, da muss ich nochmal überholen. Ja. Krass. Guck mal, hier ist, guck mal, da hinten sind richtig Berge, du. Nachdem ja, wir den ganzen, ich gesagt, im Hintergrund sind Berge. Nachdem wir den ganzen Tag nur Flachland gesehen haben. Guck mal, da ist aber dann Lac Winter, wo wir auch waren. Dennis. Wir waren ja einfach immer nur eingeschlossen zwischen Bäumen. Wir haben ja eigentlich gar nichts gesehen. Ja, stimmt. Das war, die Bäume waren, die Highways waren echt schön, du, total bewaldet. Da ist er. Ein blaues Dach hat er. Da ist es, oder? Knife Works hat ein blaues Dach. Alter, das Ding ist ja riesig. Mountain Knife Works. Die Smoky Mountain Smoky Knife Works Mountains. Heißt das. Das sind die rauchenden Berge. Da außen rum. Nach stimmt, einer Viertelmeile rechts abbiegen auf Knife Works Lane. Guck mal, schön Fluss am Sockel da. Ich kann aber gerade angeln gehen. Leute, Leute, das ist ja krass. Die haben ja Turm gleich noch. Das ist das Mekka. Das ist das Mekka hier in Amerika für alle Knife Freaks. Leck mich am Arsch, ist das groß. Wir sind doch alles kleine Pfurzer da hier in Deutschland. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt rein? Nach 600 Fuß links abbiegen. Nee, da musst du hier rumfahren. Ich kann nicht über die doppelte Linie drüber. Wir fahren da rein. Ja, mit dem SUV schon. Ja, wir fahren jetzt hier rein. Das Gelände aber wo ist der Haupteingang? Vorne oder was? Oder fahren wir erstmal ganz rum? Nee, ist vorne links der Haupteingang. Abbiegen, dann links abbiegen. Ja, ist ja gut. Das Ding ist zweistöckig. Das sind die Angestellten mit rein. Employee-Eingang hier. Employee-Entrance. Wir fahren natürlich. Das ist der Haupteingang. Nee. Nach 200 nee, da ist geschlossen auf dem Eingang. Abbiegen. Wahrscheinlich da vorne. Rechts Smoky abbiegen, Mountain. Dann rechts abbiegen. Oh, da stehen ein paar Autos drin. Ja. Da vorne ist der Haupteingang. Sieht auf jeden Fall so aus. Ne? Ah, hier, guck mal. Oh, alter Scheiß. Da ist der Haupteingang. Da gibt es so viele Eingänge, dass man gar nicht rechts weiß, abbiegen, wo der Eingang dann ist. Dann rechts abbiegen. Guck mal, hier gibt es auch noch gleich noch hier ganz. Ganz in Ammo. Ja. Hier sind wir hin. Also stellen wir uns mal hier irgendwo hin mit unserer fetten Kiste. Guck mal, da vorne, wir fahren jetzt weiter. Da haben wir Platz aller Welt. Ja, die Karre ist 2 Meter breit, 2 Meter hoch und 5 Meter lang. Wiegt wahrscheinlich 2 bis 3 Tonnen. Stellen wir uns jetzt mal schön frei hin. Jetzt haben wir es noch geschafft, Dennis. Rock'n'Roll, Baby. Holy moly, Freunde. So, wir sind jetzt hier am Ortsausgang von Knoxville untergekommen in einem Best Western. Ist keine schlechte Unterkunft im Vergleich, wo wir gestern waren. Ist es schon ein bisschen besser. Und die haben unten ein Schwimmbad. Endlich kann ich meine Badehose und Badeschlappen, die ich schon seit zehntausende Kilometer durch die Weltgeschichte schleife, mal einweihen. Und ist gut, heute Nacht mal getrennte Zimmer, da kann ich mal ein bisschen schlafen. Weil in den letzten 48 Stunden habe ich vielleicht 4 Stunden geschlafen, wenn es hochkam. Und da draußen ist richtig warm. Also Chicago war warm, Knoxville ist auf jeden Fall warm, Atlanta war richtig frisch. Im Vergleich zu hier. Aber hier, guck mal, so schönes, schönes großes Zimmer mit
Doppelbetten, King Size, Klimaanlage, Aircondition, Kühlschrank, Fernseher, Schreibtisch, wichtig, ist für mich das Wichtigste. Früher war es halt der Fernseher, das interessiert mich heute nicht mehr. Heutzutage Schreibtisch, dass man noch gescheit was schneiden kann. Ah, ja, guck mal, mit Balkon. Ja, ist geil hier, ne? Tür auf, Klimaanlage an. Welcome to America. Boah, Alter. Aus einem akklimatisierten Raum hier raus, da knallt es richtig. Aber ich muss jetzt erstmal ganz wichtig Video schneiden. Smoky Mountain Special. Und ihr seht unseren geilen Tahoe. Alter, das Auto ist einfach nur traumhaft. Hier sind jetzt drei weiße, aber wir haben den in der Mitte. Der mittlere, das ist unserer. Das ist einfach ein fahrendes Wohnzimmer. Ne? Die Rücksitzbank ist größer wie das Sofa in meiner ersten Wohnung. Boah, ich muss hier rein. Hey. Das Schwarzwälder bist du jetzt nicht gewöhnt. Den ganzen Tag akklimatisiert, du kommst hier raus, 30 Grad. Puh. Also, auspacken. Schnell Video schneiden, ich muss zwei schneiden, rendern und dann geht es erstmal für 30 Minuten kurz in den Pool. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwann mal was Gescheites zum Essen kriegen, was Gesundes. Ja, hier gibt es nur solche Frühstücksbuffets mit Pancake und arme Ritter und Waffeln und Süßkram. Da drüben ist auch schon wieder so ein Pancake-Ding. Boah, ich kann das nicht mehr sehen. Und das schon nach zwei Tagen. Ich bin mir da, ich will einen Salat. Und was Vegetarisches dazu. Oh, das ist ein italienisches Restaurant, das wäre natürlich jetzt super geil. So, aber jetzt will ich euch nicht weiter langweilen. Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich jetzt schon Schluss für heute machen? Weißt du, nee, es kommt vielleicht noch was. Jetzt machen wir erstmal, ey, Smoky Mountains, was für ein Laden. Und so geil dekoriert das Ganze. Hm. Schau mal her, Richie. Ja, endlich beim Abendessen nun. Geiles Zeug hier, Vorspeise. Und so warmes Brot. Jetzt sind wir beim griechischen Italiener. Beim italienischen Griechen oder griechischen Italiener? Haben wir hier so total schön warmes. Knuspriges Brot in Tomatensauce. Oh, voll schwer ran. Lecker. Klasse. So, ein kleiner Vorspeisesalat, ne, nachdem wir den ganzen Tag nichts gegessen haben seit dem Frühstück. Lassen wir es jetzt mal kurz gut gehen. Ne? Dann endlich wieder mal einen Salat. Einen frischen Salat. Oh, herrlich. Ich freue mich so auf meinen Salat. Hier gönnt sich hier Linguini mit Shrimps. Und ich nehme hier mal klassisch Spaghetti mit Mariana-Soße, was auch immer das ist.